Hallo und WB und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Phantom Kristall. Ich bin ein bisschen krank und ich hoffe, ich übersteuere nicht, aber das ist ja so wie immer, ne? Ich habe gegrindet wie ein Weltmeister. Wie ihr sehen könnt, Felix 76, der braucht überhaupt kaum Erfahrung, ne? Der geht durch die Decke mit den Erfahrungen wie, was weiß ich, wie ein Schnitzelwagen oder so. Und dann haben wir noch Aikalo. Tatsächlich habe ich vergessen, Aikalo reinzutun. Das passiert natürlich immer nur dann, wenn man cool sein möchte. Also einen Moment. Ihr seid jetzt live dabei, wie Aikalo hier auftaucht. Aikalo hier in die Ecke geht. Und willkommen Aikalo im Team, weil... Man hat lieber 6 Pokémon und wir brauchen jetzt sowieso die ganze Zeit Zertrümmer wahrscheinlich, anstatt weniger Pokémon und gar nichts, ne? Jedenfalls. Wir haben Aikalo am Start. Den guten. Felix, Lirian, Tante Toxic, Drummer und Shadow. Tante Toxic, ne? Die frisst Erfahrung, 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 kommt kaum hoch. Im Gegensatz zu Felix halt. Und wir haben tons of Dinger. Was ich ja unbedingt wollte, waren hier die EP-Teiler. Wenn ich jetzt ab und zu mal... Weiß auch nicht, normalerweise macht man das nicht, wenn man krank ist, aber ich möchte Videos produzieren. Sonst mache ich das nicht, aber kann ich ständig krank sein. Ne? Also funktioniert das nicht. Ne, ich will keine EP-Teile. Jetzt hätte ich fast EP-Teile gekauft. Wo ist denn... Überreste, genau. Kaufen. Ja gut, so viel haben wir doch nicht. Wir können uns kaum was leisten, wenn ich genau hingucke. Ja, wir bräuchten Krummlöffel. Haben die Krummlöffel? Ja, natürlich haben die Krummlöffel. Einmal Krummlöffel bitte. Danke. Elektro. Magnet. Um uns ein bisschen stärker zu machen. Weil wir brauchen das echt. Zauberwasser habe ich. Das erinnere ich mich an Staub, Zauberstab geben. Magnet an Lirian. Krummlöffel. Weiß nicht, Shadow oder Felix? Das kommt drauf an. Wir gucken uns mal kurz an. Ja, das ist so ein bisschen Einführungsepisode nach den Leveln. 156. Das ist mehr. Das heißt, er bekommt den Item geben. Ein Krummlöffel. Aber was wahrscheinlich doch nicht zu haben. Und wir hatten hier die meisten HP. Ja, der Drummer, aber da hat er schon seinen Bandsticker. Halt zum Geben, dann bekommt. Wahrscheinlich habe ich doch Zauberwasser irgendwie. Da ist es Zauberwasser. Und dann bekommt Felix halt. Halt zum Geben. Auch wenn er jetzt nicht die meisten HP hat. Einen schönen. Überresten. Und Aikalo bekommt Crit-Chance. War auch Flinkklaue. Erhöht die Erstschlagquote. Ach komm. Wir haben es ja. Sonst brauche ich ja eigentlich nicht. Sonst haben die hier Glücksei wäre noch gut zu leveln. Ne? Kann ich ja dann später machen. Geben. Ich hoffe, man versteht mich gut. Ich bin mir nie sicher, ob man mich gut versteht. Ne? Und dann im Endeffekt versteht man mich gar nicht. So. Also, ganz ehrlich. Wenn 70 jetzt nicht reicht, um eine Arena zu töten. Was erwarten die dann sonst von einem? Ich kann jetzt nicht 1000 Level leveln und bin dann allen anderen voraus. Wie geht's eigentlich? Ich habe mich ja nicht bewegt, ne? Also kaum. Ich bin da reingegangen und die ganze Zeit trainiert und ja, gucken wir doch mal. Ah, Zerschneider-Arena. Pflanzen-Arena auch noch. Ah ja. Wir haben Tante Toxic, die Gift aufsprühen kann und Felix und Shadow, die gegen Visa Knospen so helfen können.
Könnte also was werden. Erstmal geben wir hier Bugsy-Titten. Hallo. Du hast den falschen Weg gewählt. Ja, ich wollte das Item. Nur Fenser, okay. Gucken wir doch mal. Psychogenese. 53. Ja, da bin ich ja mit 70 gut bedient, denke ich. Ultregaria. Ja, kann ich auch Psychokinese einsetzen. Aber ich habe auch gar nicht Shadows Attacken. Er hat jetzt Hypnose und Traumfresser. Was anderes erlernt er hier sowieso nicht. Ist jetzt auch nicht so das Geilste. Aber wenn ich mit Psychokinese jetzt hier durchrushen kann. Oh, 200 HP. Ein Fest. Ist ja sogar schon mit Level 60 durchgekommen. Aber wie gesagt, hat das Holo Center ist ganz okay. Doppelleber, wow, nützt mir nichts. Aber es macht auch nicht so viel Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich jetzt... gib mir die Wahl zwischen Holo Center und irgendwas anderem, dann habe ich keinen Bock drauf. Ehrlich, also Holo Center ist mir jetzt ein bisschen zu dörpig. Egöre Sandra, schick mal dieser Knosp rein. Kann ich auch wieder Psychokinese spammen. Je nachdem, was ihr jetzt noch als Pokémon an die Wand scheißt. Noch ein dieser Knosp. Ich kann jetzt auch wieder so... demnächst geht ja die Monetarisierung für so kleine YouTuber wie mich weg. Das heißt, ich kann auch wieder böse Wörter benutzen. Ohne dass ich Angst haben muss, dass ich dann keine Werbung mehr schalten kann. Das ist eigentlich voll cool. Aber noch nicht. Noch kann ich Werbung schalten. Bis zum 20. Februar. Und jetzt demnächst möchte ich auch Pokémon Sonne Mond machen. Denkt euch so, was, Sonne Mond? Ich so, ja. Ein bisschen randomized. Bisschen Bam Bam. In der Hoffnung, noch ein paar Leute an Land zu ziehen. Oh, ja, es fängt schon an. Und da schläft Shadow. Kann ich jetzt gleich zum Pokémon Center rein. Das ist halt das Doofe, dass man nur 10 Psychokinese hat. Hier, Spukball. Ey, wir werden die Arena so durchrocken. Obwohl der Arena-Leiter ja wahrscheinlich wieder viel stärkere Pokémon haben wird. Ich denke mit 72, also Max 76, aber wie ihr sehen könnt, der hat, Xato hat wenig Dingens und dadurch ist es auch nicht so stark. Das ist das Pokémon Center nochmal. Genau auf der anderen Seite. So, bevor uns hier noch jemand verreckt. Und Alcalo habe ich einfach nur reingeholt. Ach, da ist Alcalo, ne? Ich habe ja an der Seite Alcali stehen. Ach, das schmeckt eh keiner. Außer ich habe es jetzt gesagt. Vielleicht fixe ich das. Vielleicht auch nicht. Vielleicht nenne ich den auch einfach in Alcali um. Hä? Warum kann ich hier den Baum kaputt machen? Ach so, wahrscheinlich geht der Baum weg, wenn ich hier alle besiegt habe. Der Easy, da ist ein Schalter. Parasek. Ist Käfer. Da bräuchte ich jetzt tatsächlich Feuer. Und da ist es nämlich schon soweit. Wollen wir mal Alcalo in Action sehen? Nein, wollen wir nicht. Alcalo möchte schlafen. Dann hat Lirian. Mit einem Knöcher vielleicht. Der hat einfach genüsslich auf den Pilz draufgebissen. Kann man sagen, was man will. Ein Owei. Owei, Owei. Erst Pilze, dann Ei, Ei und Pilze. So ein Omelette mit Pilzen. Ist nahrhaft, ist gesund. Und Kokowei und eine Ananas vielleicht dazu. Nein, eine Kokosnuss. Kann man machen. Ist dann sehr exotisch. Vielleicht mit Kokosmilch zubereiten. Wer weiß. Ja. Um weiterzukommen, musst du nicht verschwenden. Okay, wenn du das sagst, dann sage ich Psychokinese. Chalterra. Ja, ist vielleicht ein bisschen gefährlich, was ich hier mache. Aber Gift-Hieb müsste trotzdem... Ah, hat nicht geklappt. Gigasauger? Ja, wow. Stimmt, wir sind ja Gift. Uns macht Pflanzen kaum was aus. Wir sind mehr so... Lorblatt. Lorblatt ist reines Pflanze, das heißt, da kann man auch schön Gift-Hieb reinballern. Oh nein, er besprüht mich mit Gift. Das hat er verdient. Und dieser Knorps.
Da müssen wir dann Psycho rausholen. Ey, es läuft. Bisschen jahrelang trainiert, bisschen Punkte gesammelt. Und schon ist man fit. Schalter wurde betätigt. Jetzt haben wir hier einen Weg. Und hallo. Es ist Zeit für einen Doppelkampf. Glaubst du, du könntest uns besiegen? Mit meinen ersten zwei Pokémon, die ich vorne habe? Wahrscheinlich. So, Psychokinese auf Kapilz. Der hat nämlich leider eine Psychoschwäche. Und tatsächlich möchte ich wechseln auf Antitoxic. Die kann dann nämlich dann sich um Roserade kümmern. Ne, Quatsch. Ich muss mich um Roserade kümmern. Die ist ja Teil Gift. Das war ja dumm. Einmal Psycho. Einmal Gift-Hieb auf ihn hier. Stimmt, sind wir in Kürze direkt wieder unterlevelt. Ich sehe es schon kommen, weißt du? Dann gehe ich in den nächsten Kampf rein und bin ja schon im nächsten Kampf tot. So, Psychokinese auf Roselia und da reicht eine Aquawelle. Richtig BM. Einfach eine schöne Aquawelle machen. Das Roserade. Und Noctuska. Psychokinese auf ihn und Gift-Hieb auf Noctuska. Ah, voll der schöne Sound. Und Gift-Hieb, nimm die Nahrung auseinander. Wir sind eigentlich ganz gut gegen die Arena vorbereitet. Ich hätte die, glaube ich, auch ohne Trainieren geschafft, wenn ich ganz ehrlich bin. Zack. Jetzt kann ich mich nochmal heilen gehen. Und dann bin ich auch schon fertig. Um die Leute hier zu verklappen. Und wir sind gerade mal 11 Minuten in Game. Oh Mann, kennt ihr das, wenn ihr husten müsst, aber nicht husten könnt? Ich weiß, klingt komisch. Ist aber eine Tatsache. Ist verrückt. Ja, und dann gehen wir hier lang. Genießen das Wetter. Und müssen jetzt wieder alles zerschneiden. Hä? Erstmal muss ich aber nicht alles wieder zerschneiden, als ich raus noch reingegangen bin. Wenigstens muss ich den Knopf nicht mehr drücken, der ist nämlich aktiviert. Guten Tag. Ah, voll schön. Ich hier vielleicht noch was abgreifen. Es ist Erika. Irgendwo erkenne ich den Song. Das ist tatsächlich Erika. Hallo Trainer, mein Name ist Erika. Ich bin die Arena-Leiterin von Treflora City. Ich bin Shia, angehender Pokémon-Meister und verschnupft und möchte den vierten Orden kämpfen. So Shia, lass mal sehen, ob du wirklich würdig bist, den Orden zu erhalten. Lass den Kampf beginnen. Erika! Lieder Erika, Mann. Papunga 56. Hab ich gesagt, Psychokinese? Hat sie nicht gemacht. Hat sie einfach Egelsamen gemacht. Wow. Ja. So, jetzt. Top Genesung. Ich verstehe. Wir spielen hier auf Unheilböen. Und dann Spukball hinterher. Ah, Schlafpuder. Oh, ich krieg schon wieder die Krise. Und natürlich Egelsamen. Wow. Ich kann da jetzt nicht einfach Drummer wegwechseln. Habe ich eine Flugattacke? Nö, habe ich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was er für ein Dingens hat. Gewissheit, Superzahn, Zatoma und Notsituation. Er kann nur Kacke. Da müssen wir ganz ehrlich sein, er kann nur Kacke. Aber er kann auch TMs erlernen. Da hätte ich mir vielleicht vorher Gedanken drüber machen sollen. Tante Toxic oder Lirian oder Felix? Komm, Felix. Gib mir noch... Ja, Schlafpuder. Als hätte er gewusst. So, jetzt Top-Genesung. Danke. Verbrauch halt noch mehr Top-Genesungen. Solange du dein Dingens nicht hast, bin ich da im Vorteil. Gigasauger, okay. Und Papungas tot. Was kommt jetzt? Tangolos. Der Kampf. Ja, ne? Doppelschwäche Psycho? Kann das sein?
Nee, gar keine Schwäche, Psycho. Soll ich den jetzt mal angreifen lassen und Seher einsetzen? Komm. Spaßkanone. Mein Angriff und meine Verteidigung kannst du gerne senken. Dann nutze ich jetzt meine Psychokinese, um dir den Rest zu geben. Und Bluebella. Bluebella möchte ich vergiften. Mit einem schönen Gifthieb. Ach, badet in Sonnenlicht und wird von Seher getroffen. Oh, das tut mir leid. Meganie. Auch Meganie werde ich vergiften. Mit einem schönen Gifthieb. Mit einem kritischen Gifthieb. Wohlgemerkt. Unser Xenia. Die ich nicht mit einem Gifthieb vergiften kann. Aber dafür mit Shadows Psychokinese. Bam. 60. Ich bin nur 12 Level voraus. Und Tropikus. Den ich wiederum vergiften kann. Was ich auch machen sollte. Also das war eine echt gute Arena. Ich bin sehr von diesem Kampf angetan. Du bist wirklich sehr stark. Ich bin gespannt, wie der Kampf enden wird. Naja. Ich habe kein einziges Pokémon verloren und du alle deine. Tut mir leid. Und jetzt BM ich dich mit Surfer. Ich habe Pflanzen-Pokémon mit Surfer besiegt. Ich bin echt cool. Du bist gut. Ich weiß. Das war wirklich ein interessanter Kampf. So wie du deinen Pokémon führst, mit Herzen und Seele, so kann ich dir jetzt schon sagen, vor dir liegt eine großartige Zukunft. Danke. Du hast es dir auf jeden Fall verdient, den Orden von Treflora City zu erhalten. Hier ist der Waldorden. Nicht der Floralorden. Mit diesem Orden ist es nun deinen Pokémon möglich, mit der Attacke Zertrümmerer kleine Felsen außerhalb des Kampfes zu zerstören. Ich wünsche dir noch viel Spaß auf deiner Reise. Ja, danke. Das war ja auch kaum der Reise wert. Auch wenn wir jetzt hier nur 18 Minuten haben oder so, würde ich sagen, war's das für diese Folge. Geh noch jetzt ins Pokémon Center und geh das nächste Mal in die Magnethöhle. Oh, nein. Seht ihr? Piep, piep. Hä? Andy, Shia, bist du dran? Ja, wer ist denn da? Hier ist Professor Goodwing. Mein Labor wird überfallen. Hier kommen wir nicht rein. Hä? Ich wollte Derek und Gary benachrichtigen, aber ich erreiche sie nicht. Ah, Professor, bitte schnell, hilf uns. Wir werden sie nicht mehr lange aufhalten. Was sind das denn für Typen? Ah, ich weiß nicht genau, aber ihre schwarze lila Uniform kommt mir bekannt vor. Professor, halten Sie aus. Piep, piep. Nein, verdammt. Das kann doch nicht wahr sein. Mal schauen. Hä? Soll ich jetzt schauen? Dass ich hier runter muss? Oder was? Was schaue ich denn? Hier. Hm, der schnellste Weg nach Hyrule City ist über Route 9, Raikou City und dann über Route 2. Muss Professor Goodwing helfen. Muss jetzt erstmal ins Pokémon Center. Pokémon heilen. Der Goodwing, ne? Er wird schon überleben. Ich mach das. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder einen Daumen nach unten. Wenn es euch nicht gefallen hat. Und damit... Gute Nacht.